Warum sich Immobilienmakler von Kunden, im speziellen Verkäufern, gerne triggern lassen. In diesem Video schauen wir uns mal den Einkaufsprozess an und das Beispiel, dass ein Verkäufer eben nicht bei dem Preis wirklich mitgeht, eigene Vorstellungen hat und der Immobilienmakler am Ende des Tages entweder sich triggern lässt oder aber auf den Wunschpreis des Verkäufers eingeht. Und beides ist letztendlich am Ende des Tages der falsche Weg. Und zwar versucht der Verkäufer, nennen wir ihn jetzt mal so, nicht den Privatverkäufer, sondern der Immobilienmakler ist ja in dem Fall der Verkäufer, versucht immer eine schnelle Lösung zu finden für das gerade aktuelle Problem, für den Einwand oder für sonst irgendwas. Und wenn hinten raus ein Fehler passiert, dann hast du zumeist vorne etwas falsch gemacht. Und das hat was mit Kommunikation zu tun. Weil wenn ein Verkäufer nicht mitgeht, dann hat der, also Privatverkäufer, das muss ich aufpassen vom Wording her, der Privatverkäufer fühlt er sich nicht verstanden oder er hat falsche Daten, er hat falsche Informationen. Ja, weil, schau, ein Mensch, der unsicher ist, der wird keine Entscheidung treffen. Wenn du der Überbringer, also als Makler, der Überbringer der schlechten Botschaft bist, also nach dem Motto, ich habe hier einen Preis, der ist um 100.000 Euro geringer oder 50 oder 60, ist ja völlig egal, geringer als das, was der Verkäufer im Kopf hat, ja, aber was soll er denn anderes tun, als erstmal sagen, ja, das ist ja gar nicht entsprechend meiner Vorstellungen. Und hier fängt das Problem schon an. Jetzt fängst du an zu rudern und zu argumentieren und sonst irgendwas. Und viele Makler haben da schon gar keinen Bock drauf, sich eben an der Stelle auf diesen Kampf, so will ich ihn mal nennen, einzulassen. Also sagen sie, ach komm, ich bin doch direkt von vornherein mal ganz smart und gehe einfach mit dem Wunschpreis des Verkäufers an den Start. Die Folge daraus ist, dass man damit rechnet, dass der Verkäufer ja irgendwann dann nach Monaten, wenn die Immobilie nicht verkauft werden kann, dann im Preis heruntergeht. Das passiert dann vielleicht auch irgendwann mal, nur mit dem Unterschied, dass dann die Immobilie längst auf dem Markt verbrannt ist oder schon 3, 4, 5 Mal im Preis gesenkt wurde. Und wenn du schlau bist und mal hinschaust, hey, wie würdest du dich denn selber als Käufer fühlen oder was würdest du als Käufer denken, wenn du eine Immobilie siehst, die du jetzt schon seit Monaten beobachtest und die schon 3, 4 oder 5 Mal im Preis gesenkt worden? Genau, du würdest denken, da ist irgendwas faul. Und genau diese Frage, genau solche Fragen muss man auch dem Verkäufer stellen. Fangen wir aber mal vorne an. Der erste Punkt ist, ich muss einfach genau herausfinden, was will der Verkäufer wirklich? Was ist ihm wichtig? Also, ich sag mal, so eine typische, und zwar vorne im ersten Einkaufsgespräch, im ersten Kennenlernen mit dem Verkäufer, sind die ganz entscheidenden Fragen herauszufinden, lieber Verkäufer, wann wollen Sie konkret verkaufen? Wann soll das Geld auf dem Konto sein? Welche Preisvorstellung haben Sie denn? Oder zu welchem Preis haben Sie die Immobilie gekauft? Wie sind Sie denn auf diesen Preis gekommen? Was hat Sie denn dahin geführt? Und wisst ihr, was häufig passiert? Nichts beeinflusst den Kaufpreis oder die Vorstellung eines Verkäufers so sehr, wie dass der Verkäufer das Geld, was er hoffentlich oder wunschpreismäßig für seine Immobilie bekommt, was er damit machen will. Nämlich, er will sich eine neue Immobilie kaufen. Und die neue Immobilie, die hat einen Preis, sie liegt bei XY. Also muss natürlich die bestehende Immobilie genau das auch bringen, was die neue Immobilie kostet. Oder er will eine Weltreise machen oder was auch immer er tun will. Oder seine Kinder beerben. Vorstellungen ohne Ende. Aber am Ende ist immer die Verwendung des Geldes bereits im Kopf schon geschehen.
Deshalb sage ich, kenne deine Zielgruppe. Du musst genau wissen, was will die Person? Was ist der Person wichtig? Was möchte sie mit dem Geld machen? Und genau diese ganzen Sachen passieren doch schon im Einkauf bei den meisten Maklern nicht. In dem Moment, wo du genau weißt, was die Person möchte, kannst du dann im nächsten Gespräch dann wirklich darauf eingehen. Und jetzt komme ich zu dem Trigger. Nämlich jetzt sagt der Verkäufer, ich will 700.000 Euro haben. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt lässt sich der Makler triggern. Triggern heißt, er lässt sich beeinflussen dadurch. Er lässt sich manipulieren dadurch und sagt, jetzt machst du deine Wertermittlung, kommst bei 600.000. Oh Gott, das macht er doch nie mit. Ja, da oben geht das Kopfkino los. Und ein guter Makler, der Bewertung wirklich beherrscht, der Kommunikation und Gesprächsführung beherrscht, der lässt sich nicht von seinem Kunden oder von seinem möglichen Kunden triggern, sondern der bewertet. Und das hat was mit Qualität zu tun. Und Qualität hat auch nichts mit Zeit, mit Schnelligkeit zu tun, sondern mit Genauigkeit zu tun. Sondern jetzt erstmal ganz genau hinzuschauen, ganz genau die Daten zu ermitteln und sehr professionell dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und dann kommen wir zu einem nächsten Punkt. Wenn das erledigt ist und du hast die Daten sauber ermittelt, dann weißt du erstmal, wo geht die Reise hin. Und jetzt kannst du anfangen zu sagen, okay, was sind denn jetzt die Argumente? Was ist die Argumentationskette, um den Verkäufer jetzt von seiner aktuellen Vorstellung, die natürlich vollkommen jenseits von Gut und Böse häufig ist, dahin zu führen, und ich sage nicht zu bringen und nicht zu manipulieren, sondern ihn dahin zu führen, dass er selbst erkennt, dass das der richtige Weg ist. Dass er selber erkennt, dass das der richtige Weg ist. Denn lieber Verkäufer, und jetzt meine ich den Verkäufer, den Privatverkäufer, lieber Verkäufer, mal ganz ehrlich, wenn Ihre Immobilie zu hoch angeboten wird und Ihr Preis, nehmen wir mal an, der richtige ist, und Sie stellen nach 3, 4 oder 5 Monaten fest, dass Sie nicht verkaufen können. Was passiert dann? Genau, die Immobilie muss im Preis gesenkt werden. Und was passiert, wenn die Immobilie einmal, zweimal, dreimal, viermal im Wert gesenkt wird? Genau, dann wird sie verbrannt. Und meine Frage an Sie ist, mal angenommen, es gibt ein System, was so durchdacht, so professionell ist, dass Sie erstens mit dem richtigen Preis an den Markt gehen, zweitens die maximale Anzahl an Kaufinteressenten in der kürzesten Zeit generieren. By the way, lieber Verkäufer, eine kurze Frage an der Stelle. Was glauben Sie denn eigentlich, wann generieren Sie die höchste Anzahl der Interessenten? Am Anfang oder nach 4 Monaten? Genau, am Anfang. Das heißt, in den ersten 10 Tagen, da wird die größte Anzahl der Interessenten generiert. Und diese größte Anzahl der Interessenten ist auch genau die Anzahl, die Sie brauchen, um Ihre Immobilie erfolgreich zu verkaufen. Und das bedeutet wiederum, dass das der Weg zum Ziel ist und nicht über Monate hinweg zu warten und so nach dem Motto per Hoffnung die Immobilie verkaufen, denn wir hoffen, es steht jeden Tag ein Idiot auf, der dann doch die Immobilie zu diesem Preis kauft. Das funktioniert nicht und schon gar nicht in der jetzigen Phase. Also ihr merkt schon, man muss einfach sauber und rund und schlüssig die Sachen aufbauen. Und das beginnt immer mit einer sauberen Datendichte, die Daten sauber auszuwerten, dann sauber, wie erkläre ich sie, und dann mit vernünftigen, ordentlichen Beispielen zu unterlegen und dann wird das Ganze erfolgreich. Aber am Ende ist es immer der Makler, der sich von irgendeinem äußeren Umstand, Aussage oder Preis und seinem eigenen Kopfkino triggern lässt, was dann nachher dazu führt, irgendwie jetzt eine schnelle Lösung zu bekommen, um dann mit dem falschen Ziel, nämlich den Auftrag zu bekommen, mit dem falschen Ziel den Auftrag zu bekommen und nicht mit dem richtigen, nämlich verkaufbare Immobilien in Auftrag zu nehmen, ja, und damit sein Business auf ein anderes und neues Level zu führen. Das zu diesem Video. Und wenn dir das gefallen hat, dann lass ein Like da,
lass ein Abo auf jeden Fall da, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und folge uns auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram und Facebook. Ja, und stell mir gerne hier in den Kommentaren deine Fragen und ich greife die gerne auf für neue Videos, die ich dir dann hier auf unserem YouTube-Kanal präsentiere. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin, ciao.